So, ja, es ist nicht leicht, nach so einem Feuerwerk von Informationen jetzt in die Baupraxis einzusteigen, aber es hat mich sehr gefreut, der Vortrag von Herrn Schellenhuber, hier mal die Grundlage zu zeigen, weil wenn man sagt, man baut mit in einer großen Holzbausiedlung, dann wird einem manchmal die Dimension dessen, was man da tut, eigentlich nicht so bewusst. Es ist ein Weg in die Zukunft und ich will Ihnen aber jetzt den Weg aus der jüngsten Vergangenheit zeigen, wie neun Projekte entstanden sind und die Ihnen kurz vorstellen, aber auch so ein bisschen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen aufzeigen, unter denen das Projekt entstehen konnte. Ich selber komme aus einem kleinen Büro in München, bin nicht Professor Dr. HC, sondern wir widmen uns vor allem dem Wohnungsbau in verschiedenen Themen. Wir widmen uns sozialen Aspekten des Wohnungsbaus. Wir bauen geförderten Wohnungsbau für städtische Gesellschaften, widmen uns dem Holzbau und auch dem Passivhausbau, also dem Bereich der ökologischen Bauweisen sehr stark im Wohnungsbau. Ich selber bin groß geworden in einem Holzbau. Ganz erstaunlich, in Österreich wird man vielleicht solche Bauten aus dem Tourismus kennen. Ein viergeschossiges Jugendgästehaus hinter diesem Fenster bin ich groß geworden. Mein erstes Projekt konnte ich dort auch nach dem Studium realisieren. Ein Holzanbau in Hybridbauweise mit einem Stahlträger, der fast schwebend zwischen den Baukörpern aufgehängt ist und auf dem dann ein konventioneller Holzbau aufgestellt ist. Und so hat sich mein Leben in dem Holzbau so planerisch langsam entwickelt, vielleicht nur als kleiner Hinweis, woher ich komme. Vor 2 Jahren haben wir in München, ähnlich wie die ProHolz, ein kleines Netzwerk gegründet von holzbauinteressierten Münchnern. In München gab es schon mal ein Holzbaunetzwerk und wir haben gesagt, wir schreiben uns eigentlich die Netzwerk Arbeit wieder auf die Fahnen, gründen dieses alte Netzwerk wieder neu und erfüllen das wieder mit Leben, mit Veranstaltungen. Und wir haben uns verschiedene Ziele besonders herausgepickt, für die wir uns in München engagieren wollen. Nämlich, dass wir natürlich den Beitrag der Baubranche, den wir jetzt hier eindringlich geschildert bekommen haben von Herrn Schellenhuber, am Klimaschutz darstellen. Weil uns kam es auch immer so vor, dass man über Wärmedämmung, über Autos, Elektromobilität spricht, aber der Bausektor der Sektor ist, der am meisten Energie frisst. In Deutschland sind allein 10% der gesamten Energieproduktion stecken im Bausektor. Und da wird einem auch bewusst, welche enorme Rolle das spielt, viel mehr als der Verkehr oder andere Dinge. Wir wollen aber auch darstellen, dass Holzbau eine regionale Wirtschaftsförderung ist, weil Holzbau ist überall übers Land verteilt, wie Sie sie heute schon gehört haben, in der Waldwirtschaft, bis hin zu den vielen kleinen und großen mittelständischen Betrieben, die Holz verarbeiten, die Zimmereien voran, die in der Lage sind, das Volumen zu stemmen, Holzbau in größerem Umfang zu liefern. Wir haben uns mit der Holzbauförderung beschäftigt und unterstützen auch da alle Beteiligten in Politik und so weiter, die Ergebnisse aus den bisherigen Erfahrungen mit Holzbauförderung mitzuteilen, gerade auch im Prinzregentenpark. Das würde ich Ihnen noch kurz vorstellen. Wir fordern eine Holzbauquote oder forderten, ist jetzt schon eigentlich Geschichte, bis 2030 in München für die Neubauquartiere von 50%, also auf die mittelfristige Distanz 2030. Das ist inzwischen ein Stadtratsbeschluss, also wir haben kaum das aufgestellt und in der Podiumsdiskussion mit dem Stadtrat diskutiert. Es ist jetzt schon Realität, für alle Neubauvorhaben wird eine Holzbauquote in allen neuen Quartieren von 50% angestrebt. Bis 2030, das sind die Quartiere, die die nächsten 10, 12 Jahre entwickelt werden. Bis 2050 brauchen wir, auch wie Herr Schellenhuber gesagt hat, eine viel größere Substitution. Wir brauchen einen höheren Anteil an Holzbau noch über die 50% hinaus. Wir in Bayern, das wird in Österreich etwas höher sein, liegen zurzeit bei einer Holzbauquote im Gesamtbayern bei 25%. Das heißt, der Sprung auf die 50 ist kein gigantischer Schritt, der nicht schaffbar ist.
Und wir haben die Initiative Holzbaustadt München 2030 gegründet, die sich auch mit den neuen Stadtratsbeschlüssen jetzt vor der Kommunalwahl eigentlich schon wieder, also das eigentlich schon beschlossen wurde, für die neuen Quartiere in München diese Holzbauquote einzuführen. Und setzen uns für Informations- und Wissensaustausch auf. Ich will nur ein Beispiel nennen. Ich habe morgen eine Veranstaltung, die wir mit zwei Industrieunternehmen, Steico, die in München ansässig sind, und Pharmazell initiiert haben, nachzudenken darüber, wie man traditionelle Baustoffe substituieren kann. An einem ganz einfachen Beispiel, dem Estrich. Also der Estrich ist noch ein Problem, auch im Holzbau. Wir gießen immer noch eine Betonplatte mit 6 Zentimetern, versehen mit zig chemischen Beschleunigern auf Plastikschläuche, die die Wohnung heizen. Das ist eigentlich eine Sache schon von gestern. Wir müssen heute auch darüber nachdenken, wie wir auch diesen Baustoff ersetzen können. Nicht nur, um einen mineralischen Baustoff zu verbannen. Da dürfen ruhig auch Mineralien verbaut werden. Es gibt ganz großartige Holzestriche aus der Sparzeit der 60er Jahre. Aber eben mehr Holzanteile in Bauteilen zu haben und die auch recycelbar zu machen. Was das neue Thema eigentlich ist, das ist hier auf der Liste gar nicht drauf, diese Bewegung Cradle to Cradle über die Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit von Baustoffen nachzudenken, ist auch ein großes Thema. Ich muss meinen Vortrag, der sehr lang angelegt ist, auf 45 Minuten hier, Sie merken es, in einem sehr hohen Tempo und unter Weglassung einiger Aspekte machen. Darum will ich auf den nächsten Teil nur sehr kurz eingehen, damit Sie verstehen, in welchem Zusammenhang der Prinz-Eugen-Park steht. In München gibt es wie in jeder anderen großen und größeren Stadt große Entwicklungsflächen. Die liegen in München auch am Stadtrand. Das war, man kennt es in Riem, Messe Stadt Riem. Es gibt das große Neuperlach aus den 70er Jahren und aus den 60er Jahren gibt es das Hasenbergl im Norden, also große Entwicklungsflächen am Stadtrand. München hat aber das Glück gehabt, dass man in der Innenstadt, in der Innenstadt Kasernenflächen vakant geworden sind. Der Ackermannbogen, die Domagstraße, und hier der Prinz-Eugen-Park. Wir hatten das Glück, in allen drei Entwicklungsflächen zu bauen. Und diese drei Entwicklungsflächen sind Labore geworden, um eine nachhaltige Stadtentwicklung oder zu fragen, was ist eigentlich eine nachhaltige Quartiersentwicklung? Und die besteht eben nicht nur aus Holzbau, darum ganz kurz der Inkurs. Der Ackermannbogen am Olympiagelände, das erste innerstädtische Kasernengelände, das nachhaltig entwickelt wurde, wo das erste Mal auch andere Bauherren über bestimmte Kriterien, Vergabekriterien zugelassen wurden, nämlich Genossenschaften, neu gegründete Genossenschaften und auch Bauherrengemeinschaften. Und die zu einer nachhaltigen Quartiersentwicklung im sozialen Feld beitragen. Im Domagpark ist das auch erfolgt. Da haben wir hier den ganzen Bereich hier entwickelt von Genossenschaften und Baugemeinschaften, die städtischen Wohnbaugesellschaften, und dieser Teil ist für frei finanzierte Investoren, hier oben wieder die städtischen Wohnbaugesellschaften mit Sozialwohnungsbau. Dieser Mix, auf den wir noch einkommen, der soziale Mix, ist auch ein ganz wichtiger Beitrag der Quartiersentwicklung in München. Dieses ist der Prinz-Eugen-Park, den ich jetzt vorstellen will. Ich will nur ganz kurz auf die städtebauliche Grundidee eingehen. In einem alten Parklandschaft der Kaserne sind Cluster eingestellt mit verschiedenen Typologien. Hier sehen Sie unser Projekt mit Reihenhäusern, viergeschossigen Geschosswohnungsbau, Townhouses im dreigeschossigen Bereich, ein fünfgeschossiges Bauwerk und 7 Geschosse. Dieser Cluster, der immer eine kleine Struktur bildet, ist aneinandergereiht, mehrere dieser Cluster verbaut, und ein Teil dieser Siedlung, nämlich dieser Teil hier, ist die ökologische Mustersiedlung. Insgesamt 1800 Wohnungen im Stadtteil, 600 Wohnungen, es ist ein Gebäude dazugekommen, eins weggefallen, das ist weggefallen, dafür ist das dazugekommen, 600 Wohnungen in der ökologischen Mustersiedlung mit Holzbauweise. Ich werde Ihnen jetzt
die Einzelprojekte ganz kurz vorstellen, will aber noch mal zusammenfassend sagen, was in München in diesem Denklabor der kleinen Kasernen Stadtviertel mit immer 5.000, 6.000 Wohnungen eigentlich die Grundsäulen der nachhaltigen Entwicklung von Quartieren herausgearbeitet sind, weil das, glaube ich, ganz interessant ist über den Holzbau hinaus. Es ist nämlich die soziale Mischung. In München gibt es den Münchner Mix. Es gibt mindestens 50% geförderte Wohnungen in Neubauvierteln. Es gibt eine konsortiale Quartiersentwicklung. Das heißt, alle Bauherren müssen sich in einem Konsortium zusammenschließen und das Quartier zusammen entwickeln, gemeinsame Verkehrskonzepte entwickeln, gemeinsame Nutzräume zur Verfügung stellen und das Ganze auch gemeinsam verwalten. Im Prinzer Genpark hat sich daraus aus dem Konsortium eine Quartiersgenossenschaft gegründet. Für den, der sich interessiert, soll auf die Webseite gehen, das ist hochinteressant, diese konsortiale Quartiersentwicklung, die so ein Quartier zu einem Dorf in der Stadt machen, zu einem abgeschlossenen Lebensraum, der funktioniert wie ein kleines Dorf. Und unser Teil, der uns jetzt hier besonders interessiert, der Klimaschutz, die Holzbauweise, aber auch die Aspekte der Energieerzeugung oder die Aspekte der Verkehrseinsparung, alle bis hin zur Biodiversität in den Quartieren, in der Außenanlagenplanung. Das ist im Grunde genommen der in München entwickelte Stand jetzt, der im Prinz-Eugen-Park umgesetzt wird, für eine nachhaltige Quartiersentwicklung. War ein ganz kurzer Exkurs, ich komme jetzt wieder auf den Prinz-Eugen-Park als Siedlung und auf den Holzbau. 2009, aufgrund einer Initiative der Grünen, wurde gesagt, wir können doch mal ein ganzes Quartier aus Holz bauen, als ökologische Mustersiedlung. Mit sehr hohen Standards erstmal, sehr ehrgeizigen Zielen. Das Ganze wurde aber, Kritiker sagen, plangeschliffen, ich würde sagen, realitätsangepasst in einem Prozess, Normenkontrollverfahren, Entwicklung von Vergabekriterien und dem städtebaulichen Wettbewerb von 6 Jahren bearbeitet und dann mit einem Stadtratsbeschluss zur ökologischen Mustersiedlung 2015 beschlossen. Und seit 2016 sind wir am Bauen und die meisten Bauvorhaben sind fast fertiggestellt. Nur, dass Sie auch mal die Dimensionen hier eines solchen politischen Prozesses kennenlernen. Jetzt ist noch ein wichtiges Kriterium in der ökologischen Mustersiedlung die Holzbauförderung. Das würde ich Ihnen nur ganz kurz vorstellen. Die Stadt München hat eine Tradition schon gehabt, die Substitution von nachwachsenden Rohstoffen zu fördern, schon vor dem Prinz-Eugen-Park. Für den Prinz-Eugen-Park wurde aber eine Holzbauförderung beschlossen im Umfang von 13,9 Millionen Euro. Nicht nur für die 600 Wohnungen der ökologischen Mustersiedlung, sondern auch die anderen Projekte wurden gefördert, wenn sie Holz eingesetzt haben. Das Planungsreferat in München hat zusammen mit der Ruhr-Universität in Bochum und der TU München versucht zu finden, wie man Holzbau fördern kann. Und es wurde eigentlich eine sehr einfache Formel entwickelt, nämlich wie viel Kilogramm Holz pro Quadratmeter Wohnfläche stecken denn in so einem Haus? Und danach wurde eigentlich die Förderung bemessen. Die Förderung wurde auch noch mit einem politischen, Sie haben die Struktur gesehen von Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern, von 50% geförderten Wohnungen und frei finanzierten Wohnungen. Hier wurde noch ein politisches Instrument eingeführt, dass der Geschosswohnungsbau mit 2 Euro pro Kilogramm nachwachsender Rohstoffe gefördert wird. Das bedeutet, dass 2 Kilogramm soll die Mehrinvestitionen, die nötig sind, um Holz zu bauen, einigermaßen kompensieren. Im frei finanzierten Sektor der Atrium- und Reihenhäuser, die heute in München wahrscheinlich überhaupt nie mehr gebaut werden, das letzte Bauvorhaben mit Reihenhäusern in München, sagt man, hier will man eigentlich nur einen Förderanreiz geben,
die Leute, die betucht genug sind, sich da mitten in der Stadt ein Haus zu kaufen, sollen ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und hier wird ein Förderanreiz von 70 Cent pro Kilogramm nachwachsender Rohstoffe gestellt. Außerdem wurden die Mindestwerte, die im Geschosswohnungsbau einzuhalten sind, relativ niedrigschwellig angesetzt, verschiedene Stufen, die man einhalten kann, und bei den Atrium- und Reihenhäusern relativ hochschwellig. Das heißt, hier sollten ziemlich starke Holzbauten entstehen, während hier Hybridbauweisen möglich waren. Also 50 Gramm wurde angesetzt zum Beispiel für einen Stahlbeton-Skelettbau. Und ich werde jetzt Ihnen an den, der mit Holzfassade verkleidet ist, 120 für einen Holzbau-Geschosswohnungsbau. Wir haben gemerkt, dass bei den neuen Projekten, ich werde Ihnen die Zahlen immer noch kurz nennen, dass diese Zahlen sehr niedrig angesetzt waren, dass man viel mehr erreicht im Holzbau. Wir haben hier bei den Holzbau-Einfamilienhäusern teilweise 250 bis 280 Kilogramm nachwachsende Rohstoffe erreicht im reinen Holzbau. Im Geschosswohnungsbau, siebengeschossiger Geschosswohnungsbau mit allen Brandschutzanforderungen, locker 150 Kilogramm pro Quadratmeter Wohnfläche Holzanteil. Und selbst der andere Bau, den werde ich Ihnen dann zeigen, in Stahlbeton, Skelettbauweise und Holzfassade, hat mehr erreicht als der niedrigste Wert. Das will ich ein bisschen übergehen, weil das man ich an den Projekten gut zeigen kann. Da wurde eine Tabelle aufgestellt, wie man denn dann eigentlich bauen muss, um die verschiedenen Stufen zu erreichen. Aber das sehen Sie am besten jetzt in den folgenden Projekten. Die Projekte der ökologischen Mustersiedlung sind 9 Projekte mit verschiedenen Bauherren. Das erste Projekt, das ich kurz vorstellen würde, ist eine neue gegründete Genossenschaft, die Wogeno München EG, die in ihrem Projekt hier 80% geförderte Wohnungen untergebracht hat, 19% frei finanzierte Wohnungen. Genossenschaftlich organisiert, 82 Wohnungen, Wohnfläche ca. 5600 Quadratmeter. Eine Holzbauförderung angestrebt von 175 Kilogramm pro Quadratmeter. Das heißt, Sie haben es vorhin vielleicht noch in Erinnerung, schon die höchste Stufe für Geschosswohnungsbau locker überschritten, schon im Konzept. Und Baukosten angestrebt waren eigentlich 2400 Euro aufgrund Sonderkosten und Schwierigkeiten im Baugrund. Und der Bau- und Bauverzögerung, Baupreisentwicklung, ist man auf 2700 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche gekommen. Ich will nur ganz kurz, weil Sie in Österreich andere Bemessungsgrundlagen haben, diese Grundlage, Bauen ist in München sehr, sehr teuer. Das heißt, das sind Baukosten brutto, nur Bauwerk und Technik, ohne Außenanlagen, ohne Grundstück, reine Baukosten. Also man sieht, das ist sehr teuer, aber eine Genossenschaft als Bestandhalter baut auch sehr aufwendig, sie will das Haus ja auch 100 Jahre betreiben. Architekten sind Atelier 5 aus Bern gewesen, die Bauleitung A&P Architekten aus München. Ich will an dem Projekt noch etwas zeigen, der konsortiale Aspekt. Die Genossenschaft bietet das Stadtteilzentrum im Erdgeschoss für das ganze Viertel als Baustein des Konsortiums, als Baustein zum Stadtviertel. Nur ein Beispiel, damit Sie sehen, was ist eigentlich der konsortiale Aspekt. Und man sieht, die Holzbauförderung in diesem Fall beträgt Fördersumme ca. 2 Millionen, Baukosten ca. 15 Millionen, 13% der Baukosten bei 175 Kilogramm pro Quadratmeter. Es kompensiert ungefähr die Mehrkosten, die wir derzeit noch im Holzbau haben. Warum wir Mehrkosten im Holzbau haben, können wir vielleicht in der Podiumsdiskussion noch diskutieren. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Hier noch ein aktueller Bautenstand, wie es zurzeit dasteht. Eine Laubenganguerschließung, Wohnungen mit etwas größeren und komplizierteren Grundrissen in den Eckbereichen, mit nur 2 Treppenhäusern. Sehr wirtschaftlich erschlossen, über Laubengänge und wenig Aufzüge, eigentlich ein sehr wirtschaftlicher Grundriss. Das nächste Projekt, das ich vorstellen will, ist eine städtische Wohnbaugesellschaft, die GEWOFAG, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine Baukosten unter 1.800 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche
zu erreichen, weil sie auch zu 80% geförderte Wohnungen hat, aber Mietpreisgarantien hat, die noch viel schärfer sind als die der Genossenschaft. Das heißt, Baukostenüberschreitungen waren gar nicht möglich. Deswegen hat man das Ganze in einem GÜ-Verfahren vergeben an B&O, einem Projektentwickler aus Bad Aibling, entwickelt zusammen mit Pakula Fischer Architekten, die in das Projekt mit Fink und Jocher Architekten eingestiegen sind aus Stuttgart. Hier 181 Wohnungen, der Energiestandard um diesen niedrigen Baukostenwert, der für österreichische Verhältnisse immer noch gigantisch hoch erscheint, zu erreichen, auch durch ein Eingeständnis im Energiestandard. Eigentlich ist KfW 55 der angestrebte Standard gewesen. Hier wurde eine Absenkung aufgrund der sozialen Gründe, kostengünstigen Wohnraum zu erstellen, zugestanden. Nur die Kindertagesstätten müssen aufgrund von Verordnungen mehr höheren Energiestandard haben. Wir haben die minimalste Holzbauförderung und selbst die wird nur erreicht durch die Holzfassaden von 60 Kilogramm pro Quadratmeter, real erreicht, trotz Plastikfenstern. Wir haben einen sehr interessanten Skelettbau aus Stahlbeton, ein Hybrid praktisch, ein Holz-Stahlbeton-Hybrid, der durch eine sehr intelligente Anordnung von Treppenhäusern sehr verschiedene Wohnungsgrundrisse zugelassen hat, was einen sehr gemischten Wohnungsmix, der stark auf die Bedürfnisse des Bauherrn angepasst werden kann, ermöglicht hat. Hier vorgefertigte Sanitärzellen, die man heute, es gibt inzwischen einige Start-ups, die sowas schon komplett in Holz fertigen. Sehr interessant, auch während der Bauphase vor Betonage der nächsten Decke schon eingestellt. Eine sehr wirtschaftliche Bauweise. Hier sieht man das Ergebnis, eine sehr rationelle Fassade, um die Baukosten niedrig zu halten. Leider mit Plastikfenstern. Man würde sich wünschen, wenn man diesen Mindeststandard an Holzbau für einen Investor realisiert, dass man dann zumindest wirklich die gesamte Fassade aus Holzbaustoffen baut. Es wird manchmal so als das Stiefkind der Holzbausiedlung angesehen, aber andererseits ist es für uns in der Vermittlung, wenn wir mit Investoren sprechen, die Scheu vom Holzbau haben, ein guter Einstieg zu sagen, fangt an, Baustoffe zu substituieren. Weil hier ist eine Holzbauförderung eigentlich komplett unnötig, weil allein die Einsparung der Materialstärke in der Außenwand, was ca. 5 cm bei dieser Abwicklungsfläche bringt, diese 5 cm kompensieren die Holzbaumehrkosten allein über die mehr gewordene Wohnfläche. Das heißt, hier zu fördern ist eigentlich fast nicht mehr nötig, aber es wurde trotzdem gefördert. Die Ruhr-Universität wird das begleiten und wird auch feststellen, gibt es Überförderungen oder Unterförderungen, weil das ist der Auftrag der Stadt München gewesen, zu sagen, untersucht mal die Förderung. Haben wir zu wenig oder zu viel gefördert? Das nächste Projekt ist auch eine städtische Wohnbaugesellschaft, die GWG München. Da haben wir den ursprünglichen 5-Geschosser aus dem Cluster und den 7-Geschosser, der 5-Geschosser nochmal aufgelöst wurde in Einzelbauwerke. Auch hier, um die Baukosten zu halten, wurde das Ganze in einem Generalübernehmerverfahren vergeben mit Rapp Architekten aus Ulm und Holzbau Müller Blaustein, der den Generalübernehmer gemacht hat aus Baden-Württemberg. Wir haben hier auch einen hohen Anteil an geförderten Wohnungen. Ich sage immer, die schönsten sozial geförderten Wohnungen Münchens, die vierseitig belichtet sind. So etwas gibt es eigentlich gar nicht. Wir haben einen erhöhten Energiestandard im Kindergarten, der in Betonbauweise unter dem ganzen Bauwerk steht. Und dann sind die Treppenhäuser aus Stahlbeton. Und ganz interessant, ein hybrides Bauteil eingesetzt. Aufgrund jeder Statiker, der sich mit Tragwerksplanung auskennt, wird sich denken, oh, hier ist eine problematische Stelle statisch, hier und hier und hier. Also an unserem Bauwerk 4 problematische Ecken. Das ist gelöst worden durch einen Holzskelettbau, wo alle Horizontalkräfte über eine Betonplatte, die aber
eine Holz-Beton-Hybrid-Konstruktion ist. Also wir haben eine Holzdecke als verlorene Schalung und haben darauf eine Betonplatte vor Ort gegossen. Man sieht hier die Betonplatte vom unteren Geschoss und die Durchlaufwirkung der dicken Holzstützen, die so dick sind, wir haben es eben gesehen, damit sie diese Schutzschicht beim Brand entwickeln können aus Kohle und dann immer noch stehen kann. Das ist berechnet genau diese. Hier sieht man das Projekt im jetzigen Zustand. Wir persönlich sind große Fans von dem Projekt und es ist sicherlich sehr sehenswert, wenn man auch daran denkt, dass es sich hier um sozialen Wohnungsbau handelt. Das absolute Gegenteil ist jetzt eine Baugenossenschaft im Cluster der Partner, soziale Mischung, frei finanziert, 100% und auch das teuerste und luxuriöste Bauvorhaben in dem Prinz-Eugen-Park mit Baupreisen bis über 3.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, was nicht nur am Holzbau liegt, sondern auch an dem sehr hohen, luxuriösen Niveau dieser Baugemeinschaft. 100% frei finanziert. Ein sportlicher Wert, viel Kosten stecken auch im KfW-40-Haus, das heißt, es ist Passivhausstandard. Und der Holzbau ist, sie sind die Holzbaumeister, kriegen auch am meisten Förderung. Die haben hier in den Atrium-Wohnungen hier, in den Gartenhäusern 284 Kilogramm verbaut, also es ist das Maximum, was man Holzbau noch bauen kann. Fast 270 im Geschosswohnungsbau hier und im viergeschossigen Geschosswohnungsbau sogar 227 Kilogramm pro Quadratmeter Wohnfläche. Man sieht, dass wir auch hier einen kompletten Holzbau haben mit Treppenhaus. Nur die Betontreppenläufe sind aus Stahlbeton. Ich will Außenansichten dieses Projekts. Man sieht auch, wenn wir im Bau sind, in der Holzbausiedlung, hat man zuerst mal so Türme von San Gimignano da stehen. Also das ist ein Siebengeschosser bei dem Projekt der Baugemeinschaft München GbR mit zwei Stahlbeton-Treppenhäusern. Im Siebengeschosser ein etwas aufwendigeres Stahlbeton-Treppenhaus, ein Stahlbeton-Erdgeschoss und der Rest dann in Holzbau. H2R-Architekten mit Huber und Sohn, mit im wirklich Standard fünfgeschossigen, siebengeschossigen Wohnungsbau mit 174 Kilogramm pro Quadratmeter. Sie sehen beim Hybridbau mit Baukosten um die 2.500 Euro, das ist zurzeit ein wirklich guter mittlerer Standard in München. Also nur, dass Sie Ihre Preise müssen Sie da komplett vergessen. So sieht das Projekt heute aus, H2R-Architekten und ein kleiner Townhouses-Bereich, hier mit sehr rationellen Townhouses in Holzmassivbauweise, die leider komplett mit Gipsratoren dann beplankt werden aus Brandschutzgründen, mit sehr rationellen Townhouses, die im Einfamilienbereich denselben Wert von 2.500 Euro erreicht haben. Und das ist für Einfamilienhausbau sehr gut. Da wurde auf Balkone verzichtet, die Freiflächen hier vor dem Haus und ganz einheitliche Grundrisse. Das nächste Projekt von unseren Nachbarn, auch sehr interessant, ein Holzbau, Ligno Alb aus Südtirol gebaut, AGMM-Architekten, die haben einen sehr interessanten Reihenhaustypus entwickelt, wo man über einen geschwungenen Laubengang, der abgerückt ist von den Häusern, um die Häuser zu belichten, Reihenhäuser entwickelt hat, die man in der Hälfte teilen kann. Das heißt, wenn die Kinder ausziehen, kann man sich ins Erdgeschoss oder ins Obergeschoss zurückgehen, hat eine Erschließung über nur einen Lift und kann den Rest vermieten oder an die eigenen Kinder, die erwachsen geworden sind, rausgeben mit einem eigenen Hauseingang und man nicht diese typischen, bei uns sagt man da Watschen, halt Grundrisse im Reihenhaus, wenn der Bub heimkommt mit 16, pss, pss, muss er die Treppe rauf an den Eltern vorbei. Also das sind hier Lösungen, Mehrgenerationenwohnung, sehr interessant, wenn Sie es mal besuchen, dieses Projekt von AGMM-Architekten mit sehr hohen Holzbauanteilen, aber auch relativ hochpreisig, weil mal wieder 100% frei finanziert, auch sehr hohe Ansprüche der Bauherren haben. Das Projekt im jetzigen Zustand mit dem schönen Laubengang, wie man das sieht, der von Häusern abgerückt ist, um die Belichtung bis ins Erdgeschoss durchzulassen. Unsere Nachbarn sind noch im
Bau, der Herr Kaden aus Berlin, eine Baugenossenschaft, Bürgerbauverein München EG. Und weil ich so wenig Zeit habe und das Projekt ist ein relativ konventioneller Bau, Stahlbeton im Treppenhaus und der Rest im Holzbau, Massivbauweise mit Wärmedämmverbundsystem aus Holzplatten verputzt. Wirkt jetzt nicht wie ein Holzbau, es steckt aber auch ganz viel Holz drin, wie Sie an den Werten sehen, fast 200 Kilogramm auch in dieser Bauweise. Sehr wirtschaftliches Bauvorhaben wiederum mit 2200 Euro Zielwert. But last but not least, unser eigenes Bauvorhaben will ich trotzdem auch noch ganz kurz vorstellen. Die Reihenhäuser mit einem Wert von 3.000 Euro Baukosten, relativ luxuriös, mit sehr großen Außenflächen, den Atriumhäusern. Manche Architekten werden die Atriumhäuser von Roland Reiner kennen. Da sind wir natürlich auch große Fans von ihm und waren sehr froh, mal Reihenhäuser realisieren zu können als Atriumhäuser. Aber wenn man die Bauherren eigentlich betrachtet und ernst nimmt, dann muss man wirtschaftliche Typologien finden und nicht so viel Geld verbraten eigentlich. Also ein bisschen Selbstkritik haben wir da auch gelernt, weil wir nicht geahnt haben, dass diese Häuser so teuer werden. Wir haben auch noch Geschosswohnungsbau hier, der sehr viel billiger ist und wir konnten hier die 2400, was in München eben im frei finanzierten Sektor eben ein guter Mittelwert ist, auch die GWG oder die großen Wohnbaugesellschaften bauen inzwischen für 2400 Euro. Wir konnten hier im Holzbau 2400 Euro erhalten. Also das ist ein sehr guter Wert, den wir dann im Geschosswohnungsbau eingehalten haben. Da ist noch nicht die Holzbauförderung abgezogen. Also das sind alles Werte mit Holz, ohne die Holzbauförderung. Ich will hier nicht groß eingehen. In eine Baugemeinschaft ist ein Wahnsinn, wer das erlebt hat. Sie haben am Anfang unsere Dachaufsicht gesehen, unsere geschlamperte Baustelle. Da ist natürlich jede Terrasse anders und jeder Grundriss anders in den Einfamilienhäusern mit einem enormen Betreuungsaufwand der Bauherren. Die Geschosswohnungsbauten sehr viel einfacher zu handhaben, aber mit einer sehr großen Freiheit. Wie haben wir diese Freiheit erreicht? Das Geheimnis war ein Träger und dass wir auf französische Fenster verzichtet haben, der dieses L-förmige Haus hier trägt und das L-förmige Wohnzimmer unten komplett stützenfrei spielt, sodass wir hier oben jeden Grundriss, den die Bauherren sich nur gewünscht haben, oben und unten realisieren konnte. Ganz wenig Beschränkungen, ganz viel Freiheit zur individuellen Grundrissgestaltung. Wir haben sehr konventionelle Holzbauweise, eine Holzständerbauweise gewählt mit Holz, Decken als Brettsperrholzdecken, einen mineralischen Keller und hier sehen wir die Baustelle, das 3D-Modell der Firma Rengli, das genauso umgesetzt wurde, wie wir es geplant haben, die vollautomatisierte Produktion in der Schweiz und ich will Ihnen jetzt nur als allerletzte Bilder ein paar Eindrücke liefern, wie das aussah, genau vor einem Jahr. Im Januar haben wir auf den Holzbau gewartet. Wir haben einen Stahlbetonkern, in dem wir noch einen Schaltraum dazugenommen haben, um den Holzbau möglichst einfach und kostengünstig zu kriegen, um die 2400 Euro zu erhalten. Und Sie sehen, wie der im Januar, Februar raufgewachsen ist. Und am Schluss stehen die Dachdecker als letzte Maßnahme oben, bringen die Notdächer auf. Und hier sehen Sie auch schon die ersten Wohnungen für unsere kleinen Bewohner in der Attika, die Vogelnester. Dasselbe, ein kleiner Prozess, wie hier einfach mit einer simplen Geometrie dann Decken eingehoben wurden, durch diese Entscheidung, hier noch einen Raum in Beton dazuzubauen. Im Haus sieht man sehr schön den Rohbauzustand, wo ich gesprochen habe, dieses freie L im Erdgeschossgrundriss, das durch den durchlaufenden Träger ermöglicht wurde, aber auch im Geschosswohnungsbau ein ganz freier Grundriss, in dem man eigentlich nur schauen muss, dass man hier das Wasser rauf und runter bringt. Also das Bad liegt ungefähr fest. Der letzte Zustand, so sieht es im Moment aus. Innen bewohnt, übergeben. Die Bauherren sind glücklich und schön eingerichtet und haben zum großen Teil schon Weihnachten drin feiern können, was psychologisch ja immer eine ganz wichtige Sache ist. Und das war jetzt vor 3 Wochen. Und da möchte ich mich bedanken. Im Schnelldurchlauf habe ich Ihnen hoffentlich gezeigt, was die Gegenwart hier in München ist und was uns motiviert hat,
uns im Holzbau zu engagieren und zu sagen, das, was der Schellenhuber vorgestellt hat, eine große Siedlung mit vielen Wohnungen, da muss sich niemand fürchten. Wir haben die Zimmerleute, wir haben die Experten, wir haben die Ingenieure, die das alles können. Wir müssen auch Leute ausbilden, also an den Universitäten, die sich dafür interessieren in der Bauphysik, im Schallschutz, im Brandschutz. Aber dann ist es eigentlich möglich, in sehr kurzer Zeit, in den nächsten 10 Jahren, schon wirklich große Maßnahmen komplett oder in Hybridbauweise zu verwirklichen. Weil mein letzter Ansatz wäre zu sagen, man muss jeden, der baut, motivieren, nachwachsende Rohstoffe einzubauen. Es kann nicht sein, dass man sagt, oh, wie der Passivhaufen, wir machen immer nur das Optimum. Jeder, der Baustoffe substituiert in der nächsten Zeit, tut gut daran. Und wir haben gesehen, wie wichtig das ist. Und wir müssen jeden Bauherrn motivieren, Holzbaustoffe einzusetzen.